Die Einrichtungen der Mina Mexicana in Chilecito wurden 1982 von der argentinischen Regierung zum nationalen historischen Monument erklärt. Die Mine wurde von einer britischen Aktiengesellschaft anfangs des 20. Jahrhunderts zwecks Abbau von Gold und Kupfer in Betrieb genommen. Kernstück der Einrichtung ist eine Kabelseilbahn, deren technischen Daten zum Zeitpunkt des Baus alle bestehenden Rekorde brachen. Länge 34 Kilometer, überwundene Höhendifferenz 3500 Meter, Endstation auf 4500 Meter Höhe. Gebaut wurde die Bahn in den Jahren 1903-1904 von der deutschen Firma Adolf Bleichert aus Leipzig. Betreiberin der Bahn, wie damals üblich für Transporteinrichtungen, war der argentinische Staat. Pro Stunde wurden von der Mine bei der Endstation 40 Tonnen Erze zur Talstation befördert, wo die Kübel in Erzbunker entleert wurden. Das Material wurde von dort in Eisenbahnwaggons umgeladen und via Córdoba nach Rosario weitertransportiert. Die Mine wurde 1920 von der britischen Gesellschaft überraschend aufgegeben. Die Bahn selber wurde als Touristenattraktion von der argentinischen Regierung bis zur zweiten Station oberhalb von Chilecito weitergeführt, bis im Jahr 1926 ein Todesfall auch diesem Unternehmen ein Ende setzte. Erstaunlich ist, dass die Bahn mit den zugehörigen Einrichtungen heute immer noch zu einem großen Teil vorhanden ist. Die Talstation und die zweite Station oberhalb von Chilecito sind mit dem Auto zugänglich. Die Endstation bei den Mineneingängen kann nur mittels Geländefahrzeug via die Ortschaft Famatina in einer Tagestour erreicht werden. In einem kleinen Museum bei der Talstation können Maschinenteile, Werkzeuge und persönliche Gegenstände der Betriebsmannschaft besichtigt werden. Zu unserem Erstaunen öffnet der Kurator einen Schrank, der die schriftlichen Unterlagen der englischen Gesellschaft enthält. Die Gründe für den plötzlichen Abzug der Briten ist uns nicht bekannt. Offensichtlich erfolgte dieser derart überstürzt, dass sie nicht einmal ihre Aufzeichnungen mitnehmen konnten. Alle Details wurden mit sorgfältiger Federschrift festgehalten. Am nächsten Tag machen wir uns auf den Weg mit einem Geländefahrzeug, einem Führer und einer Übersetzerin zur Mina La Mexicana auf 4500 Meter. Kurz nach der Ortschaft Famatina werden wir durch einen Schlagbaum und einige junge Leute gestoppt. Die Sprecherin der Gruppe erklärt uns, um was es geht. El pueblo de Famatina está acá, seguimos de pie. Unsere fundamentale Verteidigung gilt vor allem dem Wasser. Wir sind nicht gegen die Minenbetreiber, aber gegen die Art und Weise, wie sie es hier tun wollen. Es ist der Kampf eines Dorfes für die Natur, vor allem für das Wasser. Die Aktivisten von Famatina stehen seit einigen Jahren ununterbrochen an diesem Schlagbaum Wache, damit keine Mitarbeiter von Odisco Mining Corporation ins Tal vordringen können, das zur Mina Mexicana führt. Diese Firma hat 2011 mit der Provinzregierung von La Rioja einen Vertrag abgeschlossen, um die immer noch schlummernden Bodenschätze von Mexicana mittels einer Tagbaumine abzubauen. Was das bedeutet, wissen die Einwohner von Famatina nur zu gut, denn sie kennen die Tagbaumine Bajo de la Alumbrera in etwa 250 Kilometer Entfernung. Der Durchmesser dieser Mine beträgt etwa 2 Kilometer. Der Wasserbedarf ist enorm und könnte im Falle von Mexicana die ökonomische Grundlage der Leute von Famatina zerstören. Wir fahren weiter und bewundern die farbenprächtigen Mineralvorkommen, die teilweise durch Erosionsprozesse freigelegt werden.
Wir folgen dem Fluss Amarillo, der hier gelb bis orange gefärbt ist. Die Farbe und der tiefe pH-Wert des Wassers werden von Umweltaktivisten oft als Folge der vor etwa 100 Jahren stattgefundenen Minentätigkeit zugeschrieben. Ankunft bei der Endstation. Hier befindet sich auch der Eingang zu einer Goldmine. Der Eingang zu einer Kupfermine, die etwas tiefer gelegen ist, wird durch eine grünlich gefärbte Pfütze versperrt. Die Halde vor der Kupfermine ist heute noch ein Eldorado für Mineraliensammler. Hier blicken wir von der Endstation zurück zum höchsten Punkt der Materialseilbahn. Bei unserer Rückfahrt stoppen wir beim heutigen Quellgebiet des Amarillo-Gewässers. Das austretende Wasser ist klar, aber ungenießbar. Erst weiter talabwärts färbt sich der Amarillo-Fluss gelb. Es gibt keine offensichtlichen Anhaltspunkte für eine Verschmutzung durch Minentätigkeit. Eigentlich ist die Ursache für die Gelbfärbung des Amarillo-Flusses auch nicht so wichtig. Die gelbe Farbe des Wassers ist schon längst zum Symbol des politischen Kampfes der Bevölkerung von Famatina und den Sympathisanten in ganz Argentinien geworden, um bei Großprojekten von der Regierung angehört zu werden.